So, ich gebe euch erstmal einen Grund, mich auszulachen. Erstmal hi. Zweitens, ich habe gerade ein Video für euch gedreht, habe mir den Mund fusselig gequatscht und habe gerade versucht, es zu schneiden und dann war kein Ton drauf. Ich habe nämlich mein neues Funkmikro eingesteckt. Ich hatte an der Kamera noch mein altes Mikro dranhängen mit dem Kabel und habe statt an das Kabel, wo der Funkempfänger drankommt, habe ich den Funkempfänger als alte Mikro drangesteckt. Der hat dann so in der Luft rumgebaumelt und es hat alles aufgezeichnet, nur nicht den Ton. Jetzt mache ich den ganzen Unsinn nochmal. Aber da ich das, was ich umbauen wollte, schon umgebaut habe ohne Ton, spiele ich euch den Umbau dann ein mit Musik. Dann habt ihr wenigstens was zum Hören. Und ihr könnt mich auch noch präventiv auslachen. Das kommt natürlich erschwerend hinzu. So, was ich vorhin schon mal erzählt habe, ich habe ein Päckchen gekriegt von Fuse 3D. So. Und zwar hat sich das so zugetragen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Instagram-Werbung gesehen. So, Instagram-Werbung gibt es ja wie Sand am Meer. Von der schwedischen Penispumpe bis zum letzten Scheißdreck. Unterhosen, die man auf links drehen kann oder was weiß ich. Und da gucke ich jetzt ab und zu mal drüber bei so Werbung, aber wenn du siehst, dass es halt ein Scheiß ist, ist es ein Scheiß. So, bei dieser Werbung nicht. Da wurde ein Produkt vorgestellt, wo ich mir nur gedacht habe, Alter, das ist so simpel und so geil, dass es eigentlich wieder blöd ist. Nee, das ist so blöd und einfach, dass es geil ist. So, aber es gibt ja Gott sei Dank Menschen, und das mag ich sehr, 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 die dieses komische Ding zwischen den Ohren, was rund ist und Augen drin sind, benutzen. Den Kopf. Zu diesen Menschen gehört der Severin. Ich habe nämlich die Firma Fuse 3D angeschrieben. Jetzt hat sich herausgestellt, das ist ein ganz kleines Startup. Und der Severin macht 3D-Drucksachen. So, jetzt werdet ihr natürlich sagen, noch einer, der 3D-Druck macht. Nein, der Severin hat sich Gedanken gemacht zu etwas. Und ich finde das geil. Diese ähnlichen Gedanken hat sich schon mal der Woodworks CH gemacht und der Nachdenksport. Die haben es aber anders gelöst. Meines Erachtens nach nicht so schön. Das hätte ich jetzt vorhin gezeigt. Ihr kennt vielleicht das Problem mit der Bosch GTS 10. Wenn ihr den Schiebeschlitten nach rechts und links schiebt, dann im übertriebenen Sinne schiebt ihr nach rechts, geht das Ding oben leicht nach links und schiebt ihr es wieder zurück. Das verkantet alles so leicht, ne? Weil das läuft, ich habe ja so einen, hier einen Stock, ne? Schiebt ihr unten, dann macht das Ding so. Schiebt ihr es auf die andere Seite, macht das Ding so. So. Und dann müsst ihr nämlich oben immer ein bisschen drücken und nachkorrigieren, damit das Ding wirklich parallel ist. Weil wenn das blöd ist und das Ding geht Richtung Sägeblatt oben, kann es sein, dass ihr mit dem Werkstück stecken bleibt. Es gibt ein Kickback und das ist natürlich kacke. So. Der Severin, der alte Fuchs, hat sich überlegt, ja, Zero Clearance und so, das ist ja alles schön und gut. Aber es geht ja noch eine Ecke geiler. Und zwar zeige ich euch das jetzt. Vorab schon mal, vorm Umbau, weil das habe ich schon mal gemacht, aber wie gesagt, ohne Ton. Der hat diese Gleitschienen, die da drin sind, die gleiten dann quasi, im Profil sieht man es, die gleiten dann quasi an der GTS in der Schiene hin und her, hat der ersetzt durch selbstgedruckte Gleitschienen, in die er kleine Kugellager eingebaut hat. Und das ist die geile Geschichte. Und weil das nachher so leichtgängig ist, und so gut funktioniert, verzieht es diesen Parallelanschlag nicht mehr. Habe ich gesehen, habe den Severin angeschrieben, er hat gesagt, hör zu, hättest du Bock, dass ich ein bisschen Werbung für dich mache, schick mir doch bitte mal so einen Satz rüber. Er hat mir sofort zurückgeschrieben, hat sich super gefreut. Klar, kein Problem, hat mir den sofort rausgeschickt, ist vorher echt gekommen, ich habe den vorhin gekriegt. Ne? Und hat gesagt, ja, mach mal, super Geschichte. Ich werde euch seinen Shop, sein Instagram-Profil und seinen YouTube-Kanal unten noch verlinken. Und jetzt tut mir bitte einen ganz, ganz großen Gefallen. Lasst dem ein Like da, lasst dem ein Abo da, weil ich finde es sehr respektabel, wenn jemand sich die Gedanken macht, das aufzieht und ich finde es einfach cool. Wir unterstützen alle schon viel zu viel irgendwelche großen Firmen oder sonst irgendeinen Blödsinn. Das ist ein Einzelkämpfer, eine One-Man-Show. Und ich finde das einfach geil und deswegen mache ich das einfach nur so für ihn. Und ich bin ganz offen und ehrlich, der Umbausatz kostet lumpige 32 Euro. Dann esst mal eine Pizza weniger und dafür habt ihr dann eben eine vernünftige Lösung für eure Tischkreissäge. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es echt cool. Mir gefallen einfach Sachen, die pfiffig sind. Und pfiffig ist der richtige Begriff, der das hier trifft. Und das ist eine wirklich schöne Arbeitserleichterung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich zeige euch jetzt, wie ich das zusammengebaut habe, mit ein bisschen Musik, ohne Ton. Und dann zeige ich euch danach auch gleich die Funktion von dem Ding, weil das konnte ich jetzt nicht machen, weil schnitttechnisch und so Dödel, ne? Das ist jetzt alles wie bei Star Wars, zeitversetzt. Das, was davor war, kommt danach und umgekehrt. So, also das ist jetzt Episode 15. Der Schiebeschlitten fertig montiert auf der GTS und jetzt zieht euch das rein. Ist es geil oder ist es geil? Hey, ohne Scheiß, und ihr seht, das Ding läuft schön nach, weil hier streift nichts, hier gleitet nichts, das rollt hier einfach drüber ohne irgendwie Reibung oder sonst irgendwas, deswegen bleibt das Ding immer gerade. Egal wie rum ihr schiebt. Das zieht es immer von alleine gerade. Und das ist die geniale Sache an diesem Umbau. So. Jetzt nehme ich euch mal wieder vor zu meinem komischen Fettkopf. So. Zack. Also, wie gesagt, ich finde das Gimmick, dieses Gadget für die GTS 10 total geil, wirklich total geil. Wenn euch das gefällt, wie gesagt, der Shop vom Fuse 3D ist unten verlinkt vom Severin. Seid so gut, lasst ihn bei Insta und bei YouTube ein Follow und Like da. Würde mich unheimlich freuen, weil ich glaube, von dem Kerl können wir in Zukunft noch ein paar Sachen erwarten. So rum. Können wir noch ein paar Sachen erwarten, weil, wie gesagt, der denkt um die Ecke, der denkt einen Schritt weiter und das finde ich einfach geil. Wie gesagt, der macht auch in seinem Shop Sachen für diese IKEA-Lochwände und weiß der Teufel nicht was alles. Ich bin nur mal drüber geflogen, ich könnte euch da jetzt jeden einzelnen Artikel aufzählen, aber mache ich nicht. Habt ihr selber einen Rechner, habt ihr selber zwei gesunde Augen im Kopf und deswegen würde ich euch sagen, besucht den mal dort, lasst ein bisschen Liebe da. Wenn ihr Bock habt, bestellt euch was, ich würde mich unheimlich drüber freuen. Und wie gesagt, Support ist kein Mord, ich kriege vom Severin da keine Kohle für. Ich habe ihn angeschrieben, ob er mir so ein Ding schickt. Er war freundlicherweise bereit dazu, mir sowas zu schicken. Und das verdient schon mal meinen tiefsten Respekt. Also, ich finde es cool. Ihr Lieben, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo bei mir auch. Würde mich auch freuen, ne? Bin ja nicht so, dass ich keine Abos bräuchte oder nicht gerne hätte. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Macht's gut.